نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خديجة رضي الله عنها وارضاها فاشتار 190 ناخذ اوفن بابا مياه 1000 ناخذ اوفن بابا كم 1000 خوت في محمد صلى الله عليه وسلم وزاد اوديزان تاولاس مش مستوديس هيغاتن Er sagte, wem hast du zur Auswahl? Sie sagte, möchtest du eine Jungfrau oder möchtest du eine, die schon verheiratet war? Diese Frau hieß Khawla bint Hakim. Möchtest du eine Jungfrau oder möchtest du lieber eine Frau, die schon verheiratet war? Er sagte, wer sind diese Frauen? Sie sagte, die Jungfrau ist die Tochter deines besten Freundes Abu Bakr, Aisha. Und die andere, die schon verheiratet war, das ist Sauda bint Sam'a. Da sagte der Gesandte Allahs a.s. geh und verlobe mich mit ihnen. Halt um ihre Hand. Also ging diese Frau, Khawla bint Hakim, zu der Wohnung von Abu Bakr, radiallahu anhu. Sie klopfte an der Tür, ging rein, da war Umm Rumah, die Frau von Abu Bakr, anwesend. Da sagte sie, oh, was für eine frohe Botschaft habe ich für dich. Ich habe eine sehr schöne, frohe Botschaft für dich. Da sagte diese Frau, was ist das für eine frohe Botschaft? Sie sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte mich, um Aisha für ihn zu verloben oder mit ihm zu verloben. Da sagte Umm Rumah, die Mutter von Aisha, Abu Bakr ist gar nicht zu Hause, warte bis Abu Bakr zurückkommt. Als Abu Bakr nach Hause kam, sagte Khawla zu ihm, oh Abu Bakr, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Er sagte, was ist das für eine frohe Botschaft? Sie sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte mich, damit ich für ihn Aisha verlobe. Da sagte Abu Bakr, ist sie überhaupt gut für ihn? Ich bin sein Bruder. Abu Bakr, die Freundschaft zwischen Abu Bakr und Muhammad alaihi wasallam, sie war sehr, sehr, sehr stark und sehr eng. Und sie waren Freunde, bevor Abu Bakr den Islam annahm. Und sie waren Freunde, bevor der Prophet al-Salam überhaupt Prophet wurde. Da sagte er, ich bin da sein Bruder. Und Abu Bakr war der Meinung oder dachte, dass die Brüderlichkeit im Islam genauso, genauso ist wie sein leiblicher Bruder. Vor allen Dingen, weil der Prophet a.s. die Muslime immer als Bruder bezeichnet hat. Einmal sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Umar. Umar wollte zu Umrah und da sagte der Gesandte Allahs a.s. zu ihm, vergiss uns nicht in deinem Dua, in dein Bittgebet einzuschließen, Bruder. Er sagte zu ihm, Bruder,
Deswegen dachte Abu Bakr, wir sind ja Brüder. Das ist wie, wie mein leiblicher Bruder. Wie kann er sie heiraten? Khawla, diese Frau, wusste keine Antwort. Also was machte sie? Sie ging wieder zu dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, Abu Bakr hat das und das und das gesagt. Und ich wusste keine Antwort. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihr, geh zurück zu Abu Bakr und sage zu ihm, er ist mein Bruder im Islam, aber er ist nicht mein leiblicher Bruder. Schon ein Unterschied. Er ist mein Bruder, aber er ist nicht mein leiblicher Bruder und ich darf seine Tochter heiraten. Also kam Khawla wieder zurück zu Abu Bakr und sagte ihm, der Prophet a.s. sagte das und das und das. Das sagte er zu ihr, warte. Und ging aus der Wohnung raus. Wohin ging Abu Bakr? Abu Bakr ging zu einem Mann namens Al-Mut'am ibn Adi. Al-Mut'am ibn Adi, dieser Mann hatte einen Sohn namens Jubayr. Und er hatte einmal Abu Bakr gefragt, ob er seine Tochter Aisha für seinen Sohn als Frau geben würde, für seinen Sohn Jubayr. Da sagte Abu Bakr, Inshallah. Das war in den Augen von Abu Bakr ein Versprechen. Das war ein Versprechen. Deswegen ging Abu Bakr zu ihm, um diesen Versprechen zu lösen. Er konnte aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Tochter geben und er hat gleichzeitig ein Versprechen für einen anderen gegeben. Also ging er zu diesem Mut'am ibn Adi. Er ging rein und da sagte die Frau von diesem Mann zu Abu Bakr, sie sagte zu ihm, O Abu Bakr, nicht wenn mein Sohn morgen deine Tochter heiratet, er dann auch zum Muslim wird. Da sagte Abu Bakr zum Mut'am ibn Adi, ist das auch deine Meinung? Da sagte der Mann, ja, das ist auch meine Meinung. Nicht, dass mein Sohn, wenn er deine Tochter heiratet, später auch Muslim wird. Das war die Gelegenheit für Abu Bakr, um diese Verlobung aufzulösen. Hat er denn aufgelöst? Allah subhanahu wa ta'ala erleichterte es ihm. Dann ging er zurück nach Hause zu Khawla bint Hakim und sagte zu ihr, jetzt kannst du den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufen. Ruf ihn zu mir. Und da kam der Prophet a.s. und verlobte sich mit Aisha, radiallahu anhu Allah. Aisha, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich mit Aisha verlobte, Aisha war sehr jung, war sehr, sehr jung. Eine oder ein paar Jahre später hatte sie geheiratet. Ein paar Jahre später heiratete sie. Das war in dieser Zeit, früher, war das etwas Selbstverständliches, dass die Mädchen oder die Jungs sehr früh heiraten oder heirateten. Das war nicht nur bei den Arabern. Das war auch bei den Europäern, bei den Germanen, bei den Römern, bei den Arabern und anderen Nationen war das ganz normal, dass die Mädchen sehr jung geheiratet haben. Wenn sie ihre Reifealter erreicht haben, haben sie sofort geheiratet oder konnten sie heiraten, nachdem sie ihre Menstruation bekommen haben. Deswegen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha geheiratet hat, sagten die Araber nichts dagegen. Weil wäre das verboten gewesen in dieser Zeit, in jener Zeit, hätten die Araber es sofort, also ihn sofort angegriffen. Weil sie suchten nach Fehlern bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber sie haben keine Fehler gefunden. Wäre das ein Fehler, hätten sie sofort gesprochen und hätten sie sofort gesagt, das geht nicht, sie ist noch jung. Aber keiner machte seinen Mund auf, das heißt, sie waren alle dafür, dass man in dieser Zeit ein junges Mädchen heiraten konnte. Warum verheirateten die Araber ihre Kinder so früh? Warum? Erstens aus Tradition. Vor allen Dingen, wenn ein junger Mann kam aus einem guten Hause,
oder aus einer reichen Familie, haben sie ihm ihre Tochter gegeben. Und am Anfang ist es immer ein Versprechen. Und wenn das Mädchen dann irgendwann später älter wird und ihr Reifealter erreicht hat, ihre Menstruation das erste Mal bekommen hat, wird sie dann gefragt. Wenn sie sagt ja, wird sie verheiratet. Wenn sie sagt nein, wird sie nicht verheiratet. Das war Tradition. Das war Tradition. Aber bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war das keine Tradition. Was war es denn? Er heiratete Aisha nicht aus Tradition. Er heiratete Aisha auf dem Befehl von Allah. Auf dem Befehl von Allah. Es war nicht, er heiratete sie nicht, weil er sie heiraten wollte. Nein, Allah schickte ihnen ein Befehl, dass er sie heiraten soll. Einmal sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Aisha, er sagte zu ihr, du wurdest mir zweimal gezeigt im Traum. Zweimal gezeigt. Und die Träume der Propheten sind Offenbarungen. Ihr kennt die Geschichte von Ibrahim a.s. Ibrahim hat geträumt, dass er seinen Sohn schlachtet. Und er wollte ihn auch schlachten, weil ein Traum bei den Propheten eine Offenbarung ist von Allah. Es ist genau wie als würde Jibril auf ihn hinabkommen. Und deswegen der Prophet a.s. sah Aisha zweimal. Er sagte zu ihr, Jibril kam zu mir mit einem Bild in der Hand. Er bedeckte dieses Bild mit einem Stück Seide und sagte zu mir, das ist deine Frau. Ich nahm die Seide weg und da sah ich dein Bild. Da sah ich dein Bild. Dann sagte ich zu Jibril, wenn das der Wille Allahs ist, dann wird es geschehen. Deswegen, Aisha hat immer geprahlt damit, vor den Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hat immer geprahlt damit. Sie sagte zu ihnen, mich oder mir hat Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, was er keine andere Frau gab. Mich hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, bevor er mich geheiratet hat. Und ich habe Jibril alaihi salam in einer menschlichen Gestalt gesehen. In der Gestalt von Yahya al-Kalbi, ein Sahaba, ein Weggefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich war die Lieblingsfrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als der Prophet alaihi salam verstarb, war er zwischen meinen Armen und da neben mir war keine andere Frau, außer die Engel. Deswegen, Aisha hat immer geprahlt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie immer liebte und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Befehl gab, sie zu heiraten. Hier stellt sich eine Frage. Warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Frauen geheiratet? Warum? Erstens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam heiratete 13 Frauen. 13 Frauen. Aber er heiratete diese 13 Frauen nicht auf einmal. Zwei Frauen verstarben in seinen Lebzeiten, zu seiner Lebzeit. Khadija und Zainab verstarben. Zwei Frauen ließ er sich von ihnen scheiden, bevor er mit ihnen Beistraf gemacht hat. Zwei Frauen hat er sich von ihnen geschieden, bevor er mit ihnen den Beistraf durchzogen hat. Und die anderen 9 Frauen, die hat er dann im Laufe der Zeit jedes Jahr eine geheiratet, sodass es 9 wurde. Mit den 9 hat er gelebt dann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat viele Frauen geheiratet, nicht weil wegen seinen Gelüsten, nein, es hat bestimmte Gründe, bestimmte Weisheiten. Warum hat der Prophet a.s. so viele Frauen geheiratet? Erstens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Es gibt Angelegenheiten bei den Frauen, von denen schämte sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Frauen zu weit zu bringen. Zum Beispiel, was mit Menstruation zu tun hat. Wessen Sohn ist denn das? Und es kann nicht sein, dass der Junge hier ständig schreit und hier. Erstens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, immer Allah subhanahu wa ta'ala schickte ihn für die Männer und Frauen, für alle Lebewesen oder für die Djinn und die Menschen, besser gesagt. Und von seiner Aufgabe war, dass er auch die Frauen aufklären musste, wie sie sich, wenn sie ihre Menstruation bekommen, wie sie sich verhalten. Ihre Monatsblutung, bei ihrer Monatsblutung. Oder wenn sie Wochenbett haben. Oder nach dem Beischlaf, was sie machen sollen. Da schämte sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das beizubringen. Deswegen erlaubte Allah subhanahu wa ta'ala dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so viele Frauen zu heiraten, damit diese Frauen diese Angelegenheiten anderen Frauen beibringen. Oder beizubringen. Einmal kam eine Frau zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagte, oh Gesandter Allahs, wie soll ich mich von der Menstruation reinigen? Sagte der Gesandte Allahs zu ihr, nimm etwas Wasser mit Zidr, das ist Zidr, ist so eine Art, eine Pflanze, da nimmt man die Blätter davon und mit Zidr bekämpft man auch Zihr, Zauberei. Sie sagte zu ihr, nimm Wasser mit Zinne und wasche deinen Kopf und tu das Wasser auf deinen Kopf, so dass deine Kopfhaut davon betroffen wird und begieße deinen Körper mit dem Wasser. Anschließend nimmst du ein Stück Watte, machst du Parfüm drauf und reinigst dich. Sie sagt ihr, oh Gesandter Allahs, ich habe alles verstanden, aber das mit der Watte, wie soll ich mich damit reinigen? Hier schämte sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was soll er ihr sagen? Er schämte sich. Und Aisha hat zugehört. Dann nahm sie Aisha zur Seite. Zu der Frau, sie nahm die Frau zur Seite und meinte zu ihr, reinige dich. Nimm dieses Stück Watte, tu Parfüm drauf und musst du die Stelle, wo das Blut rauskam, damit reinigen, damit der Geruch des Blutes weggeht. All diese Sachen, der Prophet a.s. schämte sich, mit sowas mit den Frauen zu reden. Das ist ein Grund, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Frauen geheiratet hat. Ein zweiter Grund ist, dass der Prophet a.s., da er von Männern und Frauen geschickt worden ist, war es wichtig, dass wir sehen, wie er zu Hause ist, wie er mit seinen Kindern umgeht, mit seinen Frauen umgeht, wie er, was er sagt, wenn er zu nach Hause kommt oder wenn er sich hinlegt oder was er macht, wenn er aufsteht oder was er macht, wenn er mit seiner Frau schläft oder was sagt er, wenn er mit seiner Frau schlafen will und wie er mit ihnen umgeht, damit wir ihn als Vorbild nehmen. Das war ein zweiter Grund, warum er so viele Frauen geheiratet hat. Er hat nicht aus Gelüsten geheiratet. Nein, er hat aus bestimmten Gründen geheiratet. Nicht aus Gelüsten. Es gibt einige Europäer, sie nehmen das als Vorwand, um, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Frauen geheiratet hat. Nehmen Sie das als Vorwand, damit Sie schlecht über den Islam reden. Einmal ein Großgelehrter, das war im Jahr 1956. Er besuchte Finnland, oder nein, Irland. Und er besuchte einen Verein, einen christlichen Verein. Und der Direktor von diesem christlichen Verein war ein Priester. Da sagte der Islamgelehrte zu diesem Priester,
warum habt ihr eine Abneigung gegen den Islam? Und ihr lehrt euren Schülern das, diese Abneigung in euren Büchern. Da sagte der Priester, weil aus dem Grund, wir können einen Mann, der 9 Frauen geheiratet hat, nicht respektieren. Wir können einen Mann, der 9 Frauen geheiratet hat, nicht respektieren. Da sagte der Großgelehrte zu ihm, und merkt euch diese Antwort, die ist wallahi wichtig. Da sagte der Großgelehrte zu ihm, respektiert ihr den Propheten David, in der Tora, in der jüdischen Überlieferung? Die hatten einen Propheten namens David. Das ist auch in der Tora. Respektiert ihr einen Propheten David und Suleiman Salomo? Er sagt ja, das sind Propheten in der Alten Testament, in der Tora. Wir respektieren sie. Das sind unsere Propheten. Da sagte der Großgelehrte, wie kann das sein, dass ihr David respektiert und David hatte 100 Frauen gehabt. Und Suleiman hatte 700 Frauen und 300 Sklavinnen. Das heißt, Suleiman Salomon hatte 1000 Frauen. Wie kann das sein, dass ihr einen Prophet respektiert, der 1000 Frauen hatte, aber nicht einen respektiert, der nur 9 hatte? Ist das kein Widerspruch? Das ist der volle Widerspruch. Der Priester wusste keine Antwort. Aber es stimmt. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat nicht wegen irgendwas geheiratet. Er heiratete auf den Befehl Allahs, weil die Situation, in der er lebte, dass, wichtig war, dass er verschiedene Frauen heiratete. Nicht aus Kulissen. Hätte er aus Kulissen geheiratet, während seine Frauen, die meisten seiner Frauen waren schon davor verheiratet. Die einzige Jungfrau war Aisha. Und der Prophet a.s. hat spät geheiratet, er war schon 50 oder über 50. Dann würde er nach Lüsten heiraten, dann hätte er noch früher heiraten können. Und er hätte nicht nur eine Jungfrau, wären alle Jungfrauen und alle sehr jung. Nein, aber er heiratete nicht alle, die Jungfrauen waren nicht alle Jungfrauen. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihm befohlen, Aisha zu heiraten. Deswegen, als Khawla diese Frau zu ihm kam und sagte, um Gesandter Allahs, möchtest du nicht heiraten? Und er fragte, wen hast du denn zur Auswahl? Sie sagte, Aisha. Da sagte er sofort ja. Warum? Weil das ein Befehl von Allah. Er wusste, es ist ein Befehl von Allah. Also Khawla, diese Frau ging zu Abu Bakr und Abu Bakr sagte zu ihr, schick mir den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha verlobt. Dann ging diese Frau Khawla raus aus der Wohnung von Abu Bakr und ging wohin? Ging zu der Wohnung von Sauda, zu der anderen Frau, von der sie geredet hat. Und sie ging zu Sauda. Und da sagte sie zu Sauda, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Was ist diese frohe Botschaft, fragte diese Frau. Sie sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte mich, um dich für ihn zu verloben und dich zu heiraten, mit ihm zu verheiraten. Sauda, radiallahu anha wa ardaha, war eine Frau, die lange den Islam genommen hat, vor dieser Zeit. Und sie war verheiratet. Und sie reiste auch nach Abyssinien, nach Afrika mit den Weggefährten, kam aber zurück mit ihrem Mann und ihr Mann verstarb dann in Mekka. Also war sie eine Witwe. Sie sagte, schön wäre es, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mich heiraten würde. Da sagte sie, aber geh zu meinem Vater und berichte ihm das. Khawla ging zu ihrem Vater, zu dem Vater von Sauda, und sagte zu ihm, er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Khawla bint Hakim. Was willst du? Fragte er. Sie sagte, mich hat Muhammad ibn Abdul Muttalib geschickt, um die Hand von deiner Tochter Sauda, um ihre Hand anzuhalten. Da sagte er zu ihr, und was sagt meine Tochter, möchte sie? Sie sagte, ja, sie möchte. Er sagte, ruf sie mir. Da rief sie Sauda, und da kam Sauda. Und da sagte ihr Vater zu ihr, ihr Vater war ungläubig.
Er sagte zu ihr, diese Frau behauptet, dass Muhammad, der Sohn von Ibn Abd al-Muttalib, sie geschickt hat, um dich mit ihm zu verheiraten. Und er ist ein guter Mann. Er stammt aus einem guten Hause, aus einer guten Familie. Möchtest du ihn heiraten? Sauda sagte ja. Da sagte dieser Mann zu Khawla, geh und bringe mir Muhammad a.s. Da kam Muhammad a.s. zu ihr und Sauda und hat sie denn geheiratet. In der gleichen Zeit heiratete auch Muhammad a.s. Aisha und Sauda. طيب. Der Prophet Muhammad a.s. heiratete mehrmals. Das war nur für ihn. Nur für ihn erlaubt. Die anderen Gläubigen, sie dürfen nicht so viele heiraten. Die anderen Gläubigen dürfen nur vier Frauen heiraten. Jetzt kann sagt er aber nur. Denn warum dürfen die Männer vier Frauen heiraten? Es ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Erstens, der Islam ist nicht die erste Religion oder das erste System, dass die Heirat mehrerer Frauen erlaubt. Früher war es bei den Römern erlaubt, bei den Griechen, bei den Indern, bei den Juden. Es war es, in ihrem Tora steht es, dass viele Propheten mehrere Frauen hatten. Also es war, wir sind nicht die Einzigen oder die Ersten, die es erlaubt haben, mehrere Frauen zu heiraten. Das war schon von früher so. Und das war einmal, kam ein Mann einmal zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, oh Gesandter Allahs, ich habe 10 Frauen. Er hatte 10 Frauen vor dem Islam, die geheiratet. Er sagte, ich habe 10 Frauen. Da sagte der Gesandte Allahs alaihi wasallam, such dir 4 davon aus und lass dich von den weiteren 6 scheiden. 4 darfst du behalten, aber die anderen 6 musst du dich mit ihnen scheiden. Das war etwas Normales in der Gesellschaft früher. Doch warum hat der Islam den Männern erlaubt, 4 Frauen zu heiraten? Aus verschiedenen Gründen. Erstens, ihr wisst, dass der Islam für die ganzen Menschen geschickt worden ist. Und es gibt Angelegenheiten in der Gesellschaft, die muss der Islam lösen. Nicht die Menschen lösen diese Angelegenheiten, sondern der Islam löst sie. Deswegen hat der Islam es erlaubt, für einen Mann 4 Frauen zu heiraten. Es ist nicht Pflicht. Wer heiraten möchte, darf heiraten. Und wer nicht heiraten möchte, er braucht nicht zu heiraten. Aber man kann im Islam 4 Frauen heiraten. Denn warum? Erstens, ihr wisst, dass durch die Kriege meistens nur Männer sterben, nicht die Frauen. In den Kriegen sterben meistens Männer. Millionen von Männern sterben in den Kriegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verstarben Millionen von Deutschen. Und auch in Irland gebärt jede 4. Frau erst einen Sohn. Das heißt, die Zahl der Frauen ist 3-fach so hoch. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte einmal in einer Überlieferung, es wird eine Zeit, bevor die Yawm al-Qiyamah kommt, vor den Tagen der Auferstehung, wird eine Zeit kommen, wo ein Mann sich um 50 Frauen kümmern muss. Das heißt, er muss sich um seine Frau kümmern, um seine Mutter, um seine Schwester, um seine Tante, um seine Nichte und so weiter. Um 50 Frauen muss er sich kümmern. Diese Probleme, sie waren und sie sind und sie werden noch schlimmer. Und sie sind noch gerade und sie werden noch schlimmer. Wie lösen wir das? Wie löst der Islam solche Probleme? Statt dass eine Frau glücklich wird und heiratet und 100 Frauen dort bleiben, wo der Pfeffer wächst, wie man schon so sagt, sieht der Islam das ein bisschen anders. Allah subhanahu wa ta'ala
möchte, dass die Menschen, dass nicht nur einige Menschen zufrieden leben und andere wollen gucken in die Luft und haben, können nicht ihr Leben ausleben. Nein, das ist nicht gerecht in dieser Dunya. Es ist ungerecht. Wenn eine Frau einen Mann heiratet und 100 Frauen niemanden zu heiraten finden. Deswegen, der Islam sagt, damit die Gesellschaft zufrieden ist und damit die Gesellschaft richtig leben kann und wenn Frauen nicht keine Männer finden, dann ist es empfehlenswert für jeden Mann, 4 Frauen zu heiraten. Was sollen die Frauen machen, die keine Männer haben? Jede Frau hat Bedürfnisse. Sie braucht einen Mann, der neben ihr steht. Sie braucht einen Mann, der ihr hilft. Ihr dabei hilft, die Kinder großzuziehen. Ihr bei Einkaufen helfen, ihr bei sonst was helfen. Alleine als Stütze, dass der Mann zu Hause ist, ist schon viel, viel wert bei einer Frau. So löst der Islam die Situation. Deswegen sagen wir zu den Europäern, sie sagen, wenn ihr mehrere Frauen heiratet, ist das respektlos für die Frau. Das ist nicht respektlos. Wie würdet ihr denn das Problem lösen? Schaut mal die Zahl der Frauen in Europa, in vielen europäischen Ländern, sie übersteigt die Anzahl der Männer. Wie löst ihr das Problem? Sie sagen ganz einfach, durch Unzucht. Unehrlichen Sex. Fremdgehen. So lösen sie das Problem. Das ist keine Lösung. Ist es für einen Mann erlaubt, eine Frau zu heiraten und hunderte Freundinnen zu haben, aber es ist für ihn verboten, eine zweite Frau zu heiraten, das ist okay. Dann ist es nicht besser, dass eine Frau einen verheirateten Mann heiratet und sich in der Gesellschaft wohlfühlt, weil sie von der Gesellschaft akzeptiert wird und sie Kinder kriegt, ehrliche Kinder bekommt. Und sie die gleichen Rechte bekommt wie die erste Frau. Und die gleichen Pflichten hat wie die erste Frau. Und dass der Mann immer an ihrer Seite steht und sie umsorgt und für sie da ist. Ist das besser? Oder soll sie in der Gesellschaft wie eine Konkubine dargestellt werden, wo ein Mann, heute ein dieser Mann, morgen ein anderer Mann, übermorgen ein dritter Mann bei ihr auftaucht und sie von der Gesellschaft immer dargestellt wird, wie ein Objekt der Begierde, ist das besser für die Frau? Wo sie zum Beispiel sich schämen muss, wenn jemand hört, ach, bist du etwa eine Freundin von einem verheirateten Mann? Sie würde sich sofort schämen. Das würde keine einzige Frau zunehmen oder hinnehmen. Niemand. Jede Frau, die jetzt einen verheirateten Mann zum Beispiel zu einem Freund hat, wenn du sie darauf ansprichst, wird sie ein rotes Gesicht bekommen. Das ist keine Lösung. Deswegen ist der Islam löst diese Probleme der Gesellschaft anders. Also, der Islam sagt, es ist erlaubt, dass der Mann 4 Frauen heiratet, damit dieses Problem der Gesellschaft gelöst. Ein zweiter Aspekt ist, dass viele Frauen zum Beispiel keine Kinder bekommen. Oder sie krank sind, sie können dem Mann nicht sein Recht geben. Dann soll der Mann sich von solchen Frauen trennen, weil sie keine Kinder bekommen und eine andere heiraten und sie heiratet dann niemanden. Oder soll sie trotzdem immer sie unterstützen und bei ihr sein und eine zweite heiraten, die Kinder bekommt und gleichzeitig ist diese erste Frau, die keine Kinder bekommt, sehr hoch angesehen in der Gesellschaft, eine fabelhafte Mutter könnte sein, eine Zweitmutter, eine Tante oder sonst was. Oder soll er sie einfach wegwerfen und dann wird sie von niemandem angeschaut, weil sie krank ist. So sieht der Islam die Dinge. Anders als die Europäer. Die sagen, nein, die einzige Lösung wäre, dass du Unzucht treibst, dass du unehrlichen Rechtlauf ausübst und dass jeder die Freiheit hat, mit wem er will zu schlafen und mit wem er nicht will zu schlafen. Das ist die Lösung. Das ist keine Lösung. Und der Islam hat gleichzeitig auch der Frau das Recht gegeben, wenn ihr Ehemann heiratet, eine zweite Frau heiratet, und sie kann nicht
die Eifersucht ertragen, so hat der Islam ihr das Recht gegeben, sich scheiden zu lassen. Es gibt einige Islamgelehrten, die sagen, nein, sie darf sich nicht scheiden, das ist kein islamischer Grund. Doch, das ist ein islamischer Grund. Wir haben einen Beweis für diesen islamischen Grund. Es gibt einen sehr starken Beweis dafür, dass eine Frau, wenn ihr Ehemann heiratet und sie die Eifersucht nicht ertragen kann, die Scheidung beantragen darf. Wo ist der Beweis? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seiner Lebzeit war noch seine Tochter Fatima am Leben. Fatima war verheiratet mit Ali radiallahu anhu. Eines Tages kam Fatima zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, O Gesandte Allahs, die Leute reden, dass du dich nicht um deine Kinder kümmerst und dass du nicht wütend wirst wegen deinen Kindern. Ali will die Tochter von Abu Jahl heiraten. Juwayriya bint Abu Jahl will er heiraten. Und das kümmert dich nicht. Da stand der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf und predigte in der Menge. Er sagte, Fatima ist ein Teil von mir. Und was sie bedrückt, bedrückt mich auch. Und ich habe Angst, dass wenn Ali eine zweite Frau heiratet, das dazu führt, dass Fatima etwas macht, was Allah nicht mag. Dass sie ungerecht zu ihrem Ehemann ist oder ungerecht zu der zweiten Frau von ihrem Ehemann ist. Und der Mann, der mein Schwiegersohn, der Zainab geheiratet hat, er hat sein Versprechen beibehalten oder gehalten. Er will damit sagen, dass Ali ihm ein Versprechen gab früher, dass er Fatima kein Unrecht tut und kein Leid zufügt. Dann sagte der Gesandte Allahs a.s. ein sehr schönes Wort. Er sagte, ich verbiete nicht, was Allah erlaubt hat. Und ich erlaube nicht, was Allah verboten hat. Dann kamen sie, die Verwandten von Abu Jahl, seine Brüder und seine Kinder, zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und um mit ihm zu reden darüber, dass Ali ihre Tochter heiratet. Doch der Prophet alaihi wasallam sagt, wenn er sie unbedingt heiraten möchte, unter einer Bedingung, er scheidet sich von meiner Tochter, dann kann er sie heiraten. Weil meine Tochter das nicht aushalten kann, dass ihr Ehemann eine zweite Frau hat. Das ist der Beweis dafür, dass wenn eine Frau die Eifersucht nicht mehr ertragen kann, dass sie das Recht hat zu sagen zu ihrem Mann, okay, heirate, aber lass mich bitte, ich möchte mich von dir scheiden. Das ist ihr Recht. Manche denken, die Scheidung liegt nur in den Händen des Mannes. Das ist unislamisch. Wallahi, das ist wirklich unislamisch. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Die Frau hat das Recht, sich scheiden zu lassen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala dem Mann die Scheidung in die Hand gelegt hat, dass er sich dreimal scheiden darf oder lässt oder tut, so hat die Frau auch das Recht zu sagen, ich habe den Khulu', ich habe die Kraft oder das Recht, die Scheidung auszusprechen. Damit die Männer ihre Frauen immer gut behandeln. Weil manche Menschen denken, Wallah, ich bin jetzt verheiratet, jetzt bist du ein Sklave bei mir. Das geht nicht. Du musst deine Frau genauso lieben und respektieren, so wie du es magst, dass sie dich respektiert. Das ist der Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Machen wir inshallah eine kleine Fragerunde auf, bevor das Gebet anfängt. Bitte.